Die Wahrheit muss gefunden werden, hier bei Phoenix Wright, Justice for All. Und damit willkommen zurück nach dem fiesen Schnitt mit dem Fortsetzung folgt. Ich liebe es ja, wenn ich genau diesen Punkt treffen kann. Und jetzt sind wir hier zurück. 22. März, 21.14 Uhr, Hotel Gatewater, Cordas Hotelzimmer. Ist es schon nach 21 Uhr, nicht wahr? Ich frage mich, ob Herr Edgeworth die mystische Maya schon gefunden hat. Dafür braucht man Zeit. Ich würde sagen, wohl eher nicht. Die Polizisten sind Profis, Pearls. Sie werden sie finden. Mach dir keine Sorgen. Und wenn wir morgen einen Freispruch erwirken, dann wird eh alles okay sein. Sie haben recht. Und jetzt? Der wahre Mörder. Derjenige, der Herrn Korda tatsächlich umgebracht hat, war... Dieser Killer. Herr Shelley, der Killer, richtig? Und die Karte, die Frau Andrews am Tatort gefunden hat, scheint das zu belegen. Aber wenn das der Fall ist, stellt sich eine neue Frage. Wer hat denn The Killer überhaupt angeheuert? Wer ist sein Auftraggeber? Sie meinen, wer hat den Mord in Auftrag gegeben? Diese Person wollte sich die Hände nicht selbst schmutzig machen. Aber wer auch immer der Auftraggeber ist, ist dennoch ein Mörder. Der Klient des Mörders. Wer könnte denn den Killer denn angeheuert haben? Glauben Sie, dass es Frau Andrews war? Weiß ich nicht. Aber wenn sie die Auftraggeberin war, warum hat sie das Messer dann selbst in die Leiche gesteckt? Aber wenn Frau Andrews nicht die Auftraggeberin war, dann... Nein, das kann nicht sein. Matt Ongard selbst? War es Matt? Wenn Herr Ongard wirklich den Killer angeheuert hat, dann ist er überhaupt nicht unschuldig. Im Gegenteil, er wäre schuld an dem Mord. Aber es kann doch nicht Herr Ongard gewesen sein, oder? Ich meine, als wir das erste Mal mit ihm sprachen... Herr Ongard, ich würde Ihnen gerne noch eine weitere Frage stellen. Haben Sie Herrn Juan Corda ermordet? Na gut, nur damit das zwischen uns ganz klar ist, Alter. Ich habe niemanden ermordet, auch Juan Corda nicht, okay? Zu diesem Zeitpunkt habe ich keine psychischen Blockaden gesehen. Allerdings, das erinnert mich. Ist Ihnen etwas eingefallen, Herr Nick? Ja, etwas, das Frau Andrews beim heutigen Prozess gesagt hat. Etwas Interessantes. Etwas Interessantes. Was ist also diese interessante Sache? Ach, das stimmt. Du hast es ja nicht gehört, oder, Pearls? Juan hatte dieses Jahr alles auf den Min-Ninja gesetzt. Und wenn er den Grand Prix verloren hätte, er wollte sicher gehen, dass Matt gemeinsam mit ihm untergeht. Das war sein Plan. Allem Anschein nach wusste er von einem finsteren Geheimnis. Dass Matts Schauspielkarriere beendet hätte, wäre es ans Licht gekommen. Herr Ongards Geheimnis? Was ist das für ein Geheimnis? Das weiß ich noch nicht. Aber gehen wir erst einmal davon aus, dass Herr Corda dieses Geheimnis verraten wollte. Das bedeutet... Herr Ongard hatte ein echtes Motiv, Herrn Corda zum Schweigen zu bringen. Wir müssen uns mit Herrn Ongard treffen. Das lässt sich nicht mehr vermeiden. Okididokili. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Was hat Matt Ongard wirklich mit diesem Fall zu tun? 22. März, Hotel Gatewater, Flur. Wow, es ist schon richtig spät, nicht wahr, Herr Nick? Ja, es ist schon nach 21 Uhr. Aber wir müssen noch einiges für den Prozess morgen vorbereiten. Da ist noch die Sache mit Ongards Geheimnis, das Herr Corda kannte. Und Frau Andrews wahre Absichten, das muss ich heute Abend noch klären. Aber ist die Besuchszeit in der Strafanstalt nicht schon längst vorbei? Ich bin mir sicher, dass uns etwas einfällt, Pearls. Keine Sorge. Gut, dann gehen wir mal Richtung Strafanstalt. Erstmal durch den Feilchensaal. Mann, ich habe wieder eine Art Frosch im Hals. Das ist echt nervig. 22. März, Hotel Gatewater, Feilchensaal. Oh nein, Frosch im Hals und jetzt habe ich noch so einen hässlichen Frosch vor mir. Toll. Hey, halt!
Was ist denn, Jungchen? Ich weiß nur, dass nichts, was mit dir zu tun hat, jemals gut ist. Genau wie jetzt. Mir wurde dieses komische Gerät gegeben. Wer weiß schon warum. Und mir wurde gesagt, dass ich damit das ganze Hotel absuchen soll. Das ist der Wanzendetektor, nicht wahr? Gamshow hat ihn gebaut. Weiß ich nicht. Und ehrlich, das interessiert mich nicht. Aber die Bitte kam von Eddie. Edgeworth? Und er sagte... Wenn Sie sauer sind, richten Sie Ihren Zorn auf den ungehobelten Anwalt. Also nehme ich mir die Freiheit, all meinen Zorn auf dich zu richten. Mann, schönen Dank auch, Edgeworth. Bist ja mal wieder ein richtig toller Kumpel. Mann, ey. Edgeworth, was hast du nur gegen uns? Wanzenscanner. Das ist absolut strengstens geheim. Behalte es also unbedingt für dich. Ich habe gehört, dass in einem der Geschenke eine versteckte Minikamera gefunden wurde. Sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass sie... Du weißt schon, der arme Juan sollte damit mitten in einem skandalösen Treffen erwischt werden. Skandalös? Was ist das? Es bedeutet, nun, du weißt schon, die Gerüchte, die über meinen Juan im Umlauf waren. Ach, Sie meinen diese Sache mit Frau Andrews. Aber ich bin mir sicher, dass sie einen Grund hatte, sich Herrn Korda anzunähern. Ich verrate dir noch ein Geheimnis, Jüngchen. Ich weiß, wer die Kamera installierte. Das war diese widerliche, wattehaarige Fototussi. Manche Leute haben Nerven. Spioniert einfach den Leuten nach, als ob ich das nicht auch sehen möchte. Wow, das Alien hat tatsächlich mal seine wahren Absichten zugegeben. Ich weiß ja nicht, was du genau denkst, aber ich wette, es ist nichts Gutes. Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Juan und Adrian, Weber. Du möchtest also etwas über Juan und diese Managerin erfahren, richtig? So viel ich gehört habe, waren die beiden ein erfrischendes Pärchen. Oh. Ich sage dir, Juan hatte die Managerin mit offenen Armen empfangen, heißt es. Diese Managerin? Von wem sprechen Sie denn? Das weißt du nicht, Juans Managerin. Es ist allerdings eine Schande, dass sie sich umgebracht hat. Ach, Sie sprechen von Frau Celeste Inpex, Frau Andrews Mentorin, oder? Ja, ja, genau um die geht's. Dieses Mädchen Celeste, sie sollte heiraten, weißt du? Heiraten? Sie meinen Herrn Korda? Also wirklich, die jungen Leute von heute wissen ja gar nichts, oder doch? Dieses Mädchen Celeste brachte sich 3 Tage nach Bekanntgabe der Hochzeit um. 3 Tage nach der Bekanntgabe der Hochzeit? Was zur... What the hell? Celeste Selbstmord. Warum wollte Frau Inbeck sich denn umbringen? Sie wollte doch heiraten. Nun, das lag daran, dass... Juan, sie hat fallen lassen. Verstehst du? Was? Aber sie wollten doch heiraten, oder? Sie haben sich doch ein Versprechen gegeben. Es gab eine große Verlobungszeremonie, aber... 3 Tage später sagte Juan plötzlich die Hochzeit ab. Stimmt das? Es stand in den Wochenzeitschriften. Aber warum? Warum hat er das getan? Das stand leider nicht in den Zeitschriften. Verstehe. Am Abend, nachdem Juan die Hochzeit absagte, brachte sich die Managerin Celeste um. Wie schrecklich. Ich frage mich, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Wer sollen wir ihr denn noch irgendetwas präsentieren? Vielleicht das Profil von Celeste Inpex, vielleicht kann sie was damit anfangen. Mit Verbrechern wie dir rede ich kein Wort. Sie schweigt wie ein Grab, die alte Mumie. Bitte, alles könnte hilfreich sein. Nun, ich könnte euch meine Maße verraten. Nein, ist schon gut. Wirklich, ich will keine Albträume haben. Sie scheint sie nicht besonders zu mögen, nicht wahr, Henning? Ich weiß, schrecklich. Ja, Es hat nichts präsentieren? Gar nichts?
Na gut. Oder über den Selbstmord? Nein. Die wird gar nicht mit uns reden. Überhaupt nicht. Also, ne, nada. Ich glaube, das bringt nichts. Gut, dann gehen wir mal zur Lobby. 22. März. Hotel Gatewater. Lobby. An jenem Abend müssen mehrere hundert Menschen hier gewesen sein. Ich denke, die Polizei ist jetzt mit den Vernehmungen und Ermittlungen fertig. Sieht so aus, als hätte sich die Lage in der Lobby endlich etwas beruhigt. Dann gehen wir mal... erst zur Kriminalabteilung. 22. März. Polizeirevier. Kriminalabteilung. Hier ist eine gewisse Spannung zu spüren, nicht wahr, Herr Nick? Ja, allerdings. Ich frage mich, ob etwas passiert ist. Sie sind doch der Anwalt von Herrn Engard, richtig? Ach, ja, genau. Nun, wir haben endlich die gesuchte Person gefunden. Den entscheidenden Zeugen. Einen entscheidenden Zeugen? Sie meinen im Fall von Herrn Engard? Wir nehmen gerade die Zeugenaussage auf. Sie bekommt, Herr Edgeworth. Was hat Edgeworth denn jetzt vor? Wer ist dieser Zeuge? Ich glaube, Sie kennen diese Person ganz gut, Herr Anwalt. Herr Nick? Er ist die Forderung des Entführers. Und jetzt das? Wie soll ich da gewinnen? Oh, ja. Herr Edgeworth wollte, dass ich Ihnen etwas ausrichte. Ach ja? Obwohl die Besuchszeit der Strafanstalt schon längst vorbei ist, wollte er, dass ich Ihnen eine spezielle Genehmigung erteile. Also gehen Sie schon. Hä? Ich habe dort schon angerufen, damit Sie Bescheid wissen. Gehen Sie und reden Sie so lange, wie Sie möchten. Vielen Dank. Das sind richtig gute Neuigkeiten, Herr Nick. Reden Sie so lange, wie Sie möchten? Das klingt so, als wäre sich die Polizei sicher, dass sie den Prozess im Sack hat. Strafanstalt. War ja ein langer Weg dorthin. Fast einen ganzen Part dafür gebraucht. 22. März. Strafanstalt. Besucherraum. Ich bin mir sicher, dass Frau Andrews inzwischen hergebracht wurde. Das heißt also, dass jetzt Herr Engard und Frau Andrews in dieser Strafanstalt sind. Nun denn, wessen Geschichte möchte ich hören? Ich möchte erstmal mit Frau Andrews reden. Ach, Sie sind's. Tut mir leid, dass ich Sie noch so zur späten Stunde besuche. Aber es gibt einige Fragen, die ich Ihnen unbedingt noch heute Nacht stellen muss. Mir? Ich dachte, Ihr Mandant wäre Matt. Ich bin mir sicher, dass Frau Andrews etwas weiß. Sie muss etwas über Engards Geheimnis wissen, das Corda kannte. Reden. Matt Engard. Ich würde Sie gerne etwas zu Matt Engard fragen, wenn es Ihnen recht ist. Herr Wright, Sie kennen es immer noch nicht? Sein wahres Ich, meine ich. Sie scheinen gegenüber Herr Engard sehr negativ eingestellt zu sein. Wenn das der Fall ist, warum sind Sie dann seine Managerin geworden? Und warum sind Sie eine intime Beziehung mit seinen Rivalen eingegangen? Das hat mit diesem Fall gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Celeste Inpex. Zu Frau Celeste Inpex. Ich hatte ihren Tod endlich überwunden. Und nun ist dank Ihnen wieder alles an die Oberfläche gekommen. Tut mir leid. Ja, ich war von Ihrem Selbstmord total geschockt. Und als ich von dem Gerücht hörte, dass Juan derjenige war, der ihren Abschiedsbrief versteckt hat, begann ich, mich ihm anzunähern. Ich wollte Ihren Abschiedsbrief zurückhaben und ihn verbrennen. Sie wollten ihn verbrennen? Aber warum denn das? Ich wollte nicht, dass er verbreitet wird, wie irgendein Gerücht. Aber ich habe nie irgendwelche Mordabsichten gegen Juan gehegt. So etwas Dummes würde ich niemals tun. Der Abschiedsbrief, hä? Ich frage mich, was wohl darin stand. Warum ihm was anhängen? Warum wollten Sie Herr Engard den Mord anhängen? Das ist einfach, weil er der Mörder ist, deshalb. Ist es nicht die Pflicht eines jeden braven Bürgers, die Polizei zu informieren? Aber es hätte doch einen anderen Weg geben müssen. Die Polizei macht ihren Job doch ganz ausgezeichnet. Sie hätte es herausgefunden, oder? Ja, die sind so gut, dass sie nicht mal den wahren Grund für den Tod von Celeste fanden. Frau Andrews? Nun, ich weiß, dass Sie nicht grundlos tun würden. Also sagen Sie mir bitte, warum Sie es getan haben. Rache. Hä? Haben Sie sich nicht gerade etwas gesagt?
Nur ein Schloss? Eine psychische Blockade, hä? Verstehen Sie es denn immer noch nicht? Sie sind nicht mein Anwalt. Um ehrlich zu sein, Sie sind wohl eher mein Feind. Aber... Ich bin mir sicher, dass Frau Andrews gerade sagte, Rache. Rache. Aber können wir irgendetwas mit Rache in Verbindung setzen? Nein, ich glaube nicht, dass wir irgendetwas haben. Nun, ich könnte ein bisschen weiter überlegen und im nächsten Part schauen wir dann, ob wir der Wahrheit uns nähern können. Bis dann.